Mein Name ist Konstantinos Haltanzis, ich bin 35 Jahre alt und arbeite als Underwriter, Schadenregulierer bei der ERGO. Nach meinem Studium habe ich mir überlegt, was willst du überhaupt machen? Und habe mir dann mal die Kommilitonen angeschaut. Die haben sich als Bauleiter, als Projektmanager oder als Facility Manager beworben. Für mich war das nichts. Ich habe dann einfach mal querbeet geschaut, was könnte denn für mich in Frage kommen. Habe dann den Job des Underwriters entdeckt und mir das Tätigkeitsprofil angeschaut. Fand ich super interessant und mich letztendlich beworben. In meinem Job hat man andauernd etwas mit Technik zu tun. Die Technik ist quasi allgegenwärtig. Zwar fokussiert man sich nicht auf eine spezielle Technik, sondern man hat wirklich die unterschiedlichsten Techniken aus dem Bauingenieurwesen, aus der Elektrotechnik oder aus dem Maschinenbau auf dem Tisch. Dazu kommen dann noch technologische Innovationen, beispielsweise aus dem Bereich erneuerbare Energien. Es gibt natürlich bestimmte Voraussetzungen, die man in diesem Job mitbringen muss. Man sollte schon entscheidungsfreudig sein und die Eigeninitiative ergreifen können. Es kommt immer darauf an, ob ich dieses Risiko selber mit meinem Know-how bewerten kann. Falls das nicht der Fall ist, ist das so, dass ich dann mein Handy zücke, ein paar Bilder mache, meinen Kollegen schicke und dann mit ihm Rücksprache halte. Ich fühle mich hier pudelwohl, ich habe hier super nette Kollegen. Man trifft sich auch manchmal privat, also das ist wirklich eine sehr familiäre Atmosphäre. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, den Beruf zu starten. Ist man jetzt beispielsweise noch im Studium, kann man mit einem Praktikum bei uns anfangen und schon einige Einblicke in den Tätigkeitsbereich des Underwriters oder des Schadeningenieurs bekommen. Wenn man jetzt nach dem Studium überlegt, sich zu bewerben als Absolvent, dann kann man beispielsweise mit einem Trainee-Programm bei uns anfangen oder mit einem Mentoring-Programm. Und auch berufserfahrene Ingenieure sind natürlich bei uns immer gefragt. Das versicherungstechnische Know-how, das werden sie dann innerhalb einer intensiven Einarbeitung erlernen. So wie heute der Tag, wie er sich gestaltet hat, dass man sich eine PV-Anlage anschaut und Biomassekraftwerk, das ist jetzt schon viel für einen ganzen Tag, aber das kann schon mal vorkommen, dass man wirklich die unterschiedlichsten Risiken besichtigt. Da wir uns andauernd mit unterschiedlichen Technologien auseinandersetzen, ist eine fachliche Weiterentwicklung unausweichlich. Also die passiert quasi kontinuierlich während der Arbeit. Natürlich kann man die Kenntnisse oder das Fachwissen für eine bestimmte Technologie noch intensivieren, indem man beispielsweise Seminare oder Schulungen besucht. Natürlich bietet die ERGO auch die Chance eines beruflichen Aufstiegs. Das ist ein großer Konzern und wir sind auch eine große Abteilung und da gibt es auch genug Chancen, sich beruflich oft weiterzuentwickeln. Den Job des Underwriters und des Schadeningenieurs, die gibt es ja bei vielen Versicherungen. Aber bei der ERGO gibt es halt das angenehme Umfeld. Du möchtest auch in diesem Beruf arbeiten? Dann bewirb dich doch bei uns. Ob Absolvent oder berufserfahrener Ingenieur, wir suchen Verstärkung. Mehr Infos zu unseren Stellenangeboten unter ergo.com/karriere. Viel Erfolg! Einfach, weil's wichtig ist. ERGO.